Stan, der wird zur aktuellen Politik ein bisschen was sagen. Also ich möchte mich kurz vorstellen, hört mich jeder zunächst mal oben auch? Super. Also mein Name ist Daniel Kedrotek, eigentlich nicht Stan, aber das ist ziemlich kompliziert. Ich bin gebürtiger Prager, aufgewachsen in München und wohne jetzt mit meiner Familie in der Nähe von Bratislava in der Slowakei. In einem Land und auch in einer Stadt, gerade mal eine Stunde entfernt von hier, dessen Nachbarland sich im Moment im Krieg befindet. Ich habe vor kurzem von meinem Freund Martin eine ganz aktuelle Nachricht bekommen, und zwar seit gestern. Eine Nachricht, die übrigens in unseren Systemmedien sicher nicht so schnell auftauchen wird. Gestern hat sich, ja, auf Tschechisch oder auf Slowakisch heißt es Podukrajinska Rus, abgespalten Podkarpatska Rus. Das ist im Prinzip der alte Teil der Slowakei, der 1945 aus der damaligen Tschechoslowakei abgespalten wurde. Es ist ein neues, kleines Land entstanden, ähnlich wie die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, direkt an der slowakischen Grenze. Also hat die ukrainische Armee einen Teil ihrer Truppen abgezogen aus dem Osten und jetzt in den Westen geschickt. Der Krieg rückt also immer näher und die Frage ist eigentlich, warum? Weil wenn man sich das so richtig überlegt, so richtig wollen, tut ihn ja eigentlich keiner. Von euch wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, euch von den vielen, vielen Leuten, die hier einfach vorbeigehen und denen es eigentlich wurscht ist und die uns vielleicht alle für ein bisschen für Spinner halten oder für Verschwörungstheoretiker, wollen ihn wahrscheinlich auch nicht. Und die meisten Menschen wissen auch warum, denn ein echter Krieg, der nimmt uns alles und gibt uns nichts. Und trotzdem gibt es diese Kriege immer wieder. Und warum? Warum? Ich möchte dazu vielleicht ganz kurz ausführen und aus einer Rede zitieren von einem amerikanischen Präsidenten, Dwight D. Eisenhower, aus dem Januar 1961. Vielleicht kennt die Rede jemand. Ich habe mir ein paar Zeilen rausgeschrieben. Das war seine Abschiedsrede. Wir müssen der Versuchung widerstehen, nur für den heutigen Tag zu leben und die wertvollsten Ressourcen dieser Welt für ein leichtes Leben in der Gegenwart zu plündern. Man kann keine Hypothek auf das Vermögen unserer Enkel aufnehmen, ohne dabei zu riskieren, dass auch deren politisches und geistiges Erbe verlieren. Wir wollen, dass Demokratie für alle zukünftigen Generationen erhalten bleibt und in der Zukunft nicht zu einem Phantom verkommt. Bis hin zu den letzten Weltkonflikten gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika keine Waffenindustrie im eigentlichen Sinne. Amerikanische Hersteller von Pflugscharen konnten, wenn es darauf ankam, auch Schwerter schmieden. Da es uns aber nicht möglich gewesen ist, auf bestimmte Risiken spontan und improvisierend im Hinblick auf unsere nationale Verteidigung reagieren zu können, schufen wir eine ständige gigantische Rüstungsindustrie. 3,5 Millionen Männer und Frauen sind mittlerweile direkt im Bereich der Rüstungsindustrie beschäftigt. Jährlich geben wir für den Militärhaushalt mehr Geld aus, als die Nettogewinne aller US-Konzerne zusammen ausmachen. Nochmal, das war 1961. Wir in den Institutionen der Regierung müssen uns vor unbefugtem Einfluss, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, durch den militärisch-industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist vorhanden und wird weiterhin bestehen. Wir dürfen es nie zulassen, dass die Macht dieser Kombination unsere Freiheiten oder unsere demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts anderes als gegeben hinnehmen. Nur wachsame und informierte Bürger können das angemessene Vernetzen der gigantischen industriellen und militärischen Verteidigungsmaschinerie mit unseren friedlichen Methoden und Zielen erzwingen, sodass Sicherheit und Freiheit zusammen wachsen und gedeihen können. Die Gefahr der Dominanz der nationalen Führung durch öffentlich Bedienstete, durch Auftragsverteilungen und die Macht des Geldes ist gegenwärtiger denn je und muss ernsthaft in Betracht gezogen werden. Bei allem Respekt für wissenschaftliche Entdeckungen müssen wir gleichzeitig gegenüber der Gefahr wachsam sein, dass die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben selbst Gefangene einer kleinen wissenschaftlich-technologischen Elite werden könnten. Dwight D. Eisenhower hat das vor 53 Jahren gesagt, und im Prinzip die Menschheit vor einer Verschwörung durch eine kleine Elite gewarnt. Ich sage, dass alle diejenigen,
die nun behaupten, dass die Menschen, die vor einer solchen Verschwörung warnen, Verschwörungstheoretiker und gleichzeitig Spinner sind, entweder total bescheuert sind oder einfach ignorant. Oder sie profitieren vom System. Wenn wir uns die verschiedenen Kriege und Konflikte der vergangenen 150 Jahre ansehen, dann finden wir kaum einen einzigen, der nicht auf Basis einer kapitalen Lüge losgetreten wurde. Diese Lügen sind keine Zufälle der Geschichte, sondern ein System, oder wie es ein anderer Präsident sagte, nämlich Franklin D. Roosevelt, ein echter Systempräsident. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man davon ausgehen, dass es genau auf diese Weise geplant war. Wenn es etwas gibt, was der Mensch aus der Geschichte lernen kann, dann ist es das. Kein normaler, einfacher Mensch will Krieg. Er nimmt uns alles und gibt uns nichts. Wir müssen uns immer fragen, wem bringt der Krieg eigentlich etwas? Und wir werden die Hintermänner jedes einzelnen Krieges finden, wenn wir uns diese Frage stellen. Viele von euch wissen, dass praktisch alle Kriege der USA, der NATO oder deren Vorgänger der westlichen Wertegemeinschaft mit einer großen Lüge begannen. Das war bereits im vorigen Jahrhundert so, im Jahrhundert zuvor und wahrscheinlich schon in allen vorherigen Jahrhunderten zuvor ebenfalls. Ich möchte gar nicht so weit ausholen, ich möchte die letzten 25 Jahre mir kurz anschauen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entfiel für diesen Komplex ein Klüngel aus der Hochfinanz, Militär und Wirtschaft ein großer Gegenspieler. Ein großes Problem entstand. Und was nun tun? Und womit den großen Militärhaushalt und die weitere Verschuldung durch unser Schuldgeldsystem provozieren bzw. rechtfertigen? Im Jahre 1990 kam es dann zwischen Kuwait und dem seit dem Krieg gegen den Iran hochverschuldeten, auch eben bei Kuwait, Irak zu einem Ölstreit. Der Irak behauptete, Kuwait hätte Querbohrungen unterirdischer Art durchgeführt und dabei Öl gestohlen im Wert von 17 Milliarden Dollar von Irak. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich auch nicht feststellen. Jedenfalls hat der damalige irakische Diktator bzw. Präsident oder wie auch immer, aber damals auf jeden Fall noch ein echter Westler und unser Lakai, treuevoll und pflichtbewusst die amerikanische Botschafterin in Bagdad gefragt. Übrigens, sie hieß April Glasby, für diejenigen, die es interessiert, was er denn nun tun soll. Die Antwort der Botschafterin und damit der Vereinigten Staaten von Amerika war, es ist ihnen egal. Sie betrachten die Angelegenheit als ein rein irakisches Problem und er hat freie Hand, dieses Problem zu lösen. Daraufhin marschierte Irak in Kuwait ein. Vor dem US-Kongress erklärte anschließend ein 15-jähriges Mädchen namens Naira, sie hätte gesehen, wie irakische Soldaten brutal Babys aus den Geburtsstationen in Kuwait rissen und umbrachten. Diese Geschichte wurde anschließend von der US-PR-Agentur Hill & Knowlton professionell vermarktet und Hass gegen den Irak geschürt. Hill & Knowlton beschreibt auf seiner deutschen Webseite, Hill & Knowlton Strategies ist die führende internationale Kommunikationsberatung am deutschen Markt. Wir vertreten die Interessen unserer Kunden mit strategischer sowie operativer Exzellenz. Das taten sie wirklich. Diese Geschichte war Teil einer Kriegsmarketingstrategie, die zur UN-Resolution 678 führte, welche die Kriegserklärung einer US-geführten Allianz gegen den Irak legitimierte. Genau 30 Jahre nach Eisenhowers Rede griffen die USA den Irak an. Dieser Krieg forderte einige 10.000 Tote und hatte noch viel schrecklichere Folgen. Ihm folgten schwere Sanktionen gegen den Irak, welchen in wenigen Jahren über 500.000 Kinder zum Opfer fielen. Im Mai 1996 erklärte Madeleine Albright, damalige UN-Botschafterin und ehemalige US-Außenministerin, auf die Frage, ob der Preis von 500.000 toten Kindern den Einsatz wert war. Und sie antwortete, es ist eine schwierige Frage, aber ja, es war den Preis wert. Nochmals, infolge eines Krieges, der auf einer Lüge basierte, die perverser nicht hätte sein können, hatte 500.000 Kinder sterben müssen und das war es auch noch wert. Naira war die 15-jährige Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington und war auf jeden Fall keine Krankenschwesterin. Soweit ich informiert bin, war sie bis zu diesem Zeitpunkt auch noch niemals in Kuwait. Im Jahre 2000 produzierte die Denkfabrik Project for a New American Century, kurz PNAC, ein Manifest, in welchem die Rückkehr der USA zu einer neuen hegemonialen Vormachtstellung durch einen Übergang
auf neue Waffensysteme als zu langsam kritisiert wurde. Der PNEC gehörte eine Reihe von Mitgliedern der Bush-Regierung an, unter anderem Dick Cheney, Paul Wolfowitz und Donald Rumsfeld. Schneller, so das Manifest, würde es gehen, wenn ein katalysierendes, katastrophales Ereignis eintreten würde, wie etwa ein neues Pearl Harbor, welches eine dramatische Beschleunigung des Aufbaus des Militärapparates und damit eine neue Vormachtstellung auf diesem Planeten rechtfertigen würde. Welch ein Glück! Ausgerechnet zu dieser Zeit kam Hollywood auf die Idee, eine Neuauflage von Pearl Harbor zu drehen. Ein unglaublich teurer und unglaublich schlechter Film, der ab Mai 2001 die Amerikaner und den Rest der Welt darüber informierte, wie unglaublich bestialisch die Japaner 1941 die USA überfallen hatten. Und so überraschend. Doch die Denkfabrik hatte noch mehr Glück. Ein ehemaliger Mitarbeiter der CIA, der eines der teuersten Projekte des US-Geheimdienstes leitete, die Operation Cyclone, und damit mit der Aufgabe betreut war, eine US-finanzierte Untergrundarmee aus Söldnern, hauptsächlich und bevorzugt aus Fanatikern, aufzubauen und mit diesen die Sowjetunion aus Afghanistan zurückzudrängen, verwendete nun seine Söldner gegen seinen Arbeitgeber und legte mit gerade noch einmal 19 Banditen, die des Englischen nicht mächtig waren, nachweislich nicht einmal eine Cessna fliegen konnten, zahllose Spuren hinterließen, über 2 Stunden lang die komplette Flugabwehr im Nordosten der USA lahm, genau in dem Gebiet, in welchem die Flugabwehr so sicher ist wie sonst nirgendwo auf der Welt. Dieses Genie vollbrachte es, mit nur zwei Flugzeugen 3 Wolkenkratzer zum Einsturz zu bringen, Flugzeuge und deren Inhalt vollständig pulverisieren zu lassen, gigantische Stahlbetonbauten von mehr als 500.000 Tonnen Stahlbeton praktisch zu Staub zerfallen zu lassen, aber doch das Ganze so hinzudrehen, dass der Reisepass des Anführers sowohl den Einschlag, die Kerosinexplosion und den Einsturz ohne weiteres überstand und so einige Häuserblöcke weiter von einem FBI-Mann gefunden werden konnte, wie die BBC berichtete. CBS News berichtete, dass der Präsident selbst vor dem Zubettgehen am 11. September in sein Tagebuch schrieb, das Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts fand heute statt. Kurz nach der Ansprache des Präsidenten an die Nation schrieb Henry Kissinger einen Online-Artikel, in dem er sagte, die Regierung wird mit einer systematischen Reaktion antworten müssen, von der man hofft, dass sie in der Art des Angriffs auf Pearl Harbor enden wird, mit der Zerstörung des Systems, das dafür verantwortlich ist. Ein Leitartikel im Time Magazine, der direkt nach den Anschlägen erschien, drängte, lasst uns einmal keine alberne Rhetorik über Heilung haben. Ein Tag kann nicht in Schande bestehen, ohne Wut zu nähren. Lasst uns Wut haben. Was wir brauchen, ist eine vereinigte, vereinigende, Pearl Harbor-artige, geballte amerikanische Wut. Diese Wut spürt die Welt nun jeden Tag. Es folgten die Angriffe auf Afghanistan, auf den Irak, auf Libyen. Die Destabilisierungen des arabischen Frühlings und Israel gibt wieder Gas. Staaten, die mit Russland verbündet waren oder freundschaftliche Verhältnisse pflegten, wie Jugoslawien, Syrien oder die Ukraine, werden sanktioniert. Es werden Umstürze finanziert, Extremisten an die Macht geputscht. Dieses Ereignis hat nicht nur unendliches Leid, Zerstörung, Mord, Hunger, Ausbeutung, Raub unersetzlicher Kulturgüter nach sich gezogen. Es legitimiert auch die totale Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung überall auf der Erde. Der Angriff auf den Irak erfolgte infolge der Behauptung einer akuten Bedrohung der USA durch Massenvernichtungswaffen des Iraks. Außenminister Powell zeigte hierzu vor dem Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen einige Trickfilmaufnahmen und gezeichnete Bilder. Ein paar Wochen später starteten die USA mit einigen Vasallen einen Angriffskrieg, der Hunderttausende Opfer forderte, das Land verwüstete, in welchen dessen Kunstschätze geraubt, Ressourcen gestohlen wurden. Dieser Krieg, der nie wieder vorbeiging, hat das Land für alle Zeiten verseucht. Der Abbau radioaktiver, uranangereicherter Munition, der von unserem größten Freund und Partner verwendet wurde, wird über 4 Milliarden in Anspruch nehmen. Fast so lange, wie es die Erde überhaupt gibt. Colin Powell sagte einmal später, seine Rede vor der UN wäre ein Schandfleck in seiner Karriere gewesen. Okay, Mr. Powell, was heißt das im Klartext? Ist damit alles erledigt? Die unzähligen Opfer der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft entschuldigt? Wisst ihr, uns wird oft und immer wieder unter die Nase gerieben, wir würden in einem Rechtsstaat leben. Wenn ihr auf die falsche Spur fährt, bekommt ihr eine Anonymverfügung in Höhe von 100 Euro. Wenn ein verzweifelter Mann einen Geldtransporter überfällt und dabei vielleicht sogar den Wachmann erschießt, der vielleicht auch Familienvater war, wird er verurteilt und bekommt vermutlich lebenslänglich. Und das alles empfinden wir als gerecht und ist auch in Ordnung so. Wie ist das aber, wenn jemand verantwortlich ist für Massenmord, Verwüstung ganzer Länder, Raub und Finanzbetrug an der Menschheit? Welche Gesetze gelten dann? Wir sprechen hier immer wieder über Frieden, manchmal und etwas seltener über Freiheit.
Wir sprechen auch über ein neues ökonomisches System, das nicht auf privatem Schuldgeld aufgebaut ist und immer wieder in sich zusammenbrechen muss und dabei die Welt ins Elend stürzt. Es wird sich aber nichts ändern, wenn der Rechtsstaat nicht endlich damit anfängt, die Verantwortlichen für die weltweiten Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Wir kennen sie und die, die wir nicht kennen, würden ans Licht gebracht werden durch diejenigen, die verurteilt werden würden. Eine letzte Bemerkung möchte ich noch zur Presse leisten. Es ist eine Schande, was ich heute Presse nennen darf. Der Spiegel, die Bild, die Salzburger Nachrichten oder die Kronenzeitung von heute unterscheiden sich in nichts von Pulitzer und Hearst in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, die den amerikanisch-spanischen Krieg herbeigehetzt haben. Sie unterscheiden sich auch nicht zum Stürmer oder zum völkischen Beobachter. Es geht die Hetze gegen Russland und sie ist unerträglich. Andreas Popp sagte einmal, wir haben zwar Pressefreiheit, aber keine freie Presse. Und er hat recht. In diesem Zusammenhang bitte ich euch noch, geht's in Google, also für diejenigen, die es noch nicht getan haben, und googelt's mal, ist relativ aktuell, ich glaube eine Woche lang ist es her, googelt's mal nach Die Zeit, also die Wochenzeitung aus Deutschland, in Verbindung mit Anstalt. Also Die Zeit, Anstalt und eventuell noch Netzwerke. Für einige kennen es vielleicht schon, tolle Geschichte. Hin und wieder sickert mal etwas durch. Josef Joffe, der Herausgeber der Zeit, hat bei ZDF angerufen und gefordert, dass das aus der ZDF-Mediathek wieder verschwindet. Es ist auch zwar verschwunden, soweit ich weiß, aber aus dem Internet verschwindet es nicht so leicht. Und solange es drin ist, schaut es euch an und teilt es weiter. Ich wünsche euch einen schönen Abend, danke fürs Zuhören. Danke.